Hallo, heute gibt es meine Tipps und Tricks oder wie man auch so schön sagt, die Hacks in der Schwangerschaft, die euch das Leben erleichtern sollen. Vorab wollte ich aber kurz loswerden. Verzeiht mir bitte meine Stimme, ich bin etwas angeschlagen und deswegen ist sie manchmal entweder gar nicht da oder ein bisschen kratzig und ich hoffe, es stört euch nicht allzu doll. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit meinem ersten Tipp an euch. Ihr habt doch sicherlich auch das ein oder andere Lieblingsshirt, was ihr gerne auch weiter in der Schwangerschaft tragen wollt und das wird dann einfach irgendwann so bauchfrei unten und entweder habt ihr eine Schwangerschaftsleggings an oder eine Hose, die eh schon einen hohen Bund hat, wo man das Ganze nicht sieht. Es gibt aber auch Schwangerschaftshosen oder gar Hosen, die auch noch normal passen und dann wäre der Bauch frei. Und da habe ich einen ganz einfachen Tipp für euch und zwar schnappt ihr euch ein ganz normales Top und entweder schneidet ihr euch dann die Träger oben ab oder ihr krempelt das Ganze einfach nach innen, sodass die nicht mehr sichtbar sind. Und dann könnt ihr euch das Top über den Bauch stülpen und ein ganz normales Lieblingsshirt darüber ziehen und habt somit den Bauch überdeckt. Und ihr könnt das halt mit jedem möglichen Top oder Shirt, was ihr gerade da habt, machen, dass das halt immer farblich passt. Wenn ihr ein weißes T-Shirt anzieht, nehmt ihr ein weißes Top und anders halt. Und ich finde, schwarz geht sowieso immer. Und passt auch halt zu allen anderen Farben. Und wie ihr seht, verlängert das einfach schön und euer Bauch ist nicht mehr nackig. Ein weiterer Tipp, den ich euch gerne weitergeben möchte, ist der. Und zwar hatte ich in meiner ersten und in der zweiten Schwangerschaft eine Jacke in Größe 36, die einfach es geschafft hat, mitzuwachsen bis in die 40. Schwangerschaftswoche. Und anschließend nach dem Waschen wieder klein war. Jetzt ist sie mir aber leider geplatzt am Reißverschluss. Wahrscheinlich war diese Dehnung doch nicht ganz so gut, aber ich finde, es muss trotzdem nicht immer die teure Umstandsjacke sein. Ich habe mir hier bei H&M einen ganz normal günstigen Mantel gekauft in Größe 40 und komme damit dann super zurecht und ihr bezahlt einfach nicht so viel Geld, wie wenn ihr euch eine Schwangerschaftsjacke kaufen würdet. Einen weiteren Tipp habe ich für euch, wenn eure Brüste größer werden und der Umfang knapper wird. Meistens passen die Brüste ja noch ein bisschen in das Körbchen rein und ihr braucht dann keinen neuen BH oder es gibt ja auch die Schwangerschafts-BHs oder Still-BHs, die ja sowieso so ein bisschen dehnbarer sind als jetzt die ganz normalen BHs. Und da gibt es halt bei H&M zum Beispiel im Dreierpack solche, ja, wie sagt man, BH-Erweiterungen, die ihr hier einfach einhängen könnt. Und habe dann damit ein paar Zentimeter gewonnen, die, wenn ich das jetzt mal einhake, euch dann das Tragen wieder angenehmer machen. Und die könnt ihr halt x-beliebig oft einhaken, um euch das Stück einfach in der Größe so weit, wie ihr es braucht, zu erweitern. Also muss es am Anfang auf jeden Fall kein neuer BH sein, sondern da reichen, ich glaube, die kosten 3 Euro, einfach diese BH-Erweiterung und ihr könnt eure normalen BHs einfach erstmal weitertragen. Ein absoluter Tipp für mich an euch, den ihr vielleicht auch schon kennt, ist das Stillkissen beim Schlafen. Das ist schon 4 Jahre alt, ich habe es schon damals bei mir in der Schwangerschaft gehabt und ein Stillkissen ist nicht nur fürs Stillen gedacht, sondern auch wirklich für das Schlafen in der Schwangerschaft. Man kann sich das super zwischen die Beine klemmen und vor den Bauch legen und hat dann so einen gewissen Halt und dadurch schmerzt der Rücken nachts auch einfach nicht so. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall momentan nicht missen. Wenn ich Peter nicht vor mir liegen habe, liegt da definitiv mein Stillkissen. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Dann habe ich einen Trick für euch, um einfach mehr zu trinken. In der Schwangerschaft soll man ja einiges an Wasser trinken. Das kommt einem irgendwann an den Ohren raus. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, mir eine Zitrone in mein Glas zu schneiden und zu pressen. Und zwar nicht nur die Zitrone selbst, sondern mit Schale. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass ihr auch Bio-Zitronen nehmt, die unbehandelt sind von der Schale, wenn ihr die Schale mit ins Glas schmeißt. Und ja, dann habt ihr halt nicht nur ein erfrischendes und suffiges Getränk, was man viel besser trinken kann, sondern auch Vitamine. Und damit macht man ja in der Schwangerschaft bekanntlich nichts verkehrt. Ein Helferlein, was ich seit der 31. Schwangerschaftswoche nicht mehr missen möchte, ist ein langer Schuhanzieher, den ihr definitiv gut gebrauchen könnt, wenn ihr euch irgendwann nicht mehr die Schuhe anziehen könnt und nicht Lust habt, auf andere Leute Hilfe angewiesen zu sein. So könnt ihr euch die Schuhe ganz einfach im Stehen anziehen. Ich verzichte in der Schwangerschaft sowieso auf Schuhe, die man schnüren muss, sondern einfach, wo ich reinschlüpfen kann. Und das kann ich dann im Stehen mit diesem Schuhanzieher erledigen. Meistens hat man sowas zu Hause und weiß das gar nicht. Und ja, oder der liegt einfach da und man weiß einfach gar nicht, wie hilfreich das sein kann. Also falls ihr schon einen dicken Bauch habt und euch nicht mehr bücken möchtet, sucht doch einfach mal euren langen Schuhanzieher zu Hause raus oder besorgt euch den, die kosten auch irgendwie nur 3 Euro, 2, 3 Euro, wenn überhaupt. Ein ganz großes Problem, was ich bisher in jeder Schwangerschaft hatte und was mich ganz oft quält, ist Luft im Bauch, also die altbekannten Blähungen. Und es ist wirklich
nicht lustig, ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn die Luft unter den Rippen sitzt und einfach den Ausgang nicht findet. Und hier habe ich einen extrem guten Tipp, wie ihr euch quasi selbst entlüften könnt, ohne halt mit diesen Bauchschmerzen den ganzen Tag leben zu müssen. Nehmt euch dafür einfach ein Kissen und packt euch das unter euren Popo, dass der Popo der höchste Punkt von eurem Oberkörper ist. Ihr merkt dann, dass euch ein bisschen das Blut in den Kopf schießt, aber ihr sollt das auch nicht Ewigkeiten machen. Und dann könnt ihr entweder Fahrrad fahren oder einfach eine Weile so liegen bleiben. Und ihr werdet merken, dass die Luft ganz schnell ihren Ausgang findet und ihr frei von euren Bauchschmerzen seid. In meiner ersten Schwangerschaft konnte ich viel liegen, musste mich um kaum was kümmern und das ist natürlich jetzt anders. Wenn ihr also schwanger seid und ein Kind habt oder eventuell zwei oder eine Familie, die ihr halt allgemein umsorgt, wie zum Beispiel bei uns, kommt jeden Tag ein warmes Essen auf den Tisch, definitiv. Und da ist es, kann ich euch ans Herz legen, kocht viel vor, friert eine Menge ein. Wenn ihr dann mal einen Tag habt, wo es euch nicht so gut geht und ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch jetzt hinzustellen und etwas zu kochen, könnt ihr ganz einfach etwas Vorgekochtes aus dem Gefrierschrank auftauen und habt dann ein fertiges Mittagessen oder ihr habt in größeren Mengen vorgekocht, dass halt an einem Tag nicht allzu viel zum Kochen anfällt. Das kann ich euch definitiv empfehlen. Dadurch erspart ihr euch eine Menge Stress und vor allem ganz viel Zeit. Dann hatte ich auf jeden Fall in jeder Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen. In dieser Schwangerschaft Gott sei Dank nur am Anfang. In den anderen Schwangerschaften war das so, dass mich das immer so ein bisschen begleitet hat durch die gesamte Schwangerschaft. Und da kann ich euch auch einen guten Tipp geben, anstatt Tabletten zu schlucken, könnt ihr einfach Kleinigkeiten essen. Also mir persönlich hat das sehr geholfen, sobald dieses Übelkeitsgefühl eingesetzt hat, habe ich eine Kleinigkeit gegessen, ob es nur ein Obst war oder ein Müsli-Riegel oder sowas. Das hat mir so extrem weitergeholfen. Die Übelkeit war sofort weg. Bei mir war es in meiner Schwangerschaft so extrem, ich musste nach dem Aufstehen direkt etwas essen, sonst hätte ich mich übergeben. Das war natürlich dann bei dem Zuckertest, das hatte ich euch ja erzählt, ein Wahnsinn, weil ich dann nüchtern zum Frauenarzt gehen musste, was natürlich jetzt in Leons Schwangerschaft nicht so war. Aber jetzt wäre es auch kein Problem gewesen, weil ich in dieser Schwangerschaft, Gott sei Dank, jetzt zum Ende hin nicht so sehr mit Übelkeit zu kämpfen habe. Dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, den ich habe. Und zwar wird ja irgendwann der Bauch größer und schwerer. Und da könnt ihr euch so ein Tape kaufen, das bekommt ihr im DM. Ich habe das jetzt hier von Action. Ihr könnt euch natürlich professionell tapen lassen, aber wenn es um Muskeln geht oder sowas, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Aber einfach, um dem Bauch eine leichte Stütze zu geben, könnt ihr euch Tape unter den Bauch kleben. Das kann dann euer Partner machen. Und es gibt auch ganz viele Anleitungen im Internet, wie das funktioniert. Ich mache das bei mir immer selber und ich muss sagen, ich habe super Halt am Bauch und fühle mich einfach, als wenn, also kennt ihr das, wenn ihr so die Hände unter den Bauch packt und euch so ein bisschen entlastet fühlt. Und das macht das Tape auch und es erleichtert euren Alltag wirklich extrem. Ja, das waren meine Tipps und Tricks in der Schwangerschaft bzw. meine Schwangerschaft-Hacks an euch, die euch das Leben in der Schwangerschaft erleichtern sollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich auch gerne in die Kommentare, welchen Hack ihr schon kanntet oder welche eure liebsten Schwangerschafts-Hacks sind. Das interessiert mich sehr. Ich verlinke euch zum Schluss noch zwei Videos, falls ihr noch Lust habt, was anderes zu schauen von uns. Und hier könnt ihr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr auch immer rechtzeitig benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich auch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann! Tschüss!